Hallo, in diesem Video soll es um die Quotientenregel der Ableitung gehen, also der Differentialrechnung im Wesentlichen. Das heißt, wir haben irgendeine Funktion f von x, die dargestellt wird durch so einen Bruch. Sprich, wir haben oben eine Funktion u von x und die teilen wir durch eine weitere Funktion v von x. Wenn das der Fall ist, können wir die Ableitung so bestimmen, also ähnlich zur Produktregel, dass wir erst u ableiten, dann v einfach übernehmen, jetzt aber an dieser Stelle ein Minus haben, dann u direkt übernehmen, v ableiten und weil wir jetzt noch einen Bruch haben, müssen wir noch anschließend das, was ursprünglich im Bruch war, also im Nenner war, also unser v, einmal quadrieren, also direkt übernehmen und quadrieren. So. Jetzt haben wir hier als Beispielfunktion erstmal x² plus 1 durch 2x plus 3. Hier ist es relativ einfach zu erkennen. x² plus 1 ist unser u und 2x plus 3 ist unser v. Jetzt bestimmen wir auch hier wieder erst u' von x. Das ist einfach 2 mal x hoch 2 minus 1. Plus die 1 fällt weg, also gleich 2 mal x hoch 1. Und x hoch 1 kann ich mir im Wesentlichen auch ersparen. Genau, dann müssen wir noch v' von x berechnen. Das ist 2 mal 1 mal x hoch 1 minus 1. Plus 3 fällt weg, also plus 0. Letztendlich 2 mal x hoch 0 und x hoch 0 ist gleich 1, also 2. Dann können wir f' von x einmal direkt aufschreiben. Zuerst brauchen wir u'. Das sind also 2x. Dann übernehmen wir v, so wie es da steht, mal 2x plus 3. Jetzt folgt ein Minus. Dann übernehmen wir u, so wie es da steht, x² plus 1 und anschließend mal v', also mal 2. Ich habe mir angewöhnt, weil ich gesehen habe, dass viele Menschen sehr häufig Fehler machen mit diesem Minus, dass ich einfach wirklich alles, was danach folgt, nochmal in Klammern setze. So. Ebenso auch bei dem Quadrieren. Ich schreibe also erst das Quadrat im Wesentlichen hin, bevor ich die Funktion v abschreibe. So. Die Ableitung an sich ist fertig bestimmt, sieht aber noch nicht schön aus. Erst recht, wenn man jetzt nochmal irgendwie die zweite Ableitung oder die dritte Ableitung bestimmen sollte. Dementsprechend bietet es sich an, dass man das nochmal vereinfacht. Dass man also das vorne ausklammert. 2x mal 2x sind 4x² plus 2x mal 3 sind 6x minus 2 mal x² plus 1 und das, was im Nenner steht, das können wir an dieser Stelle so lassen. Jetzt können wir die rechte Seite noch ausklammern. Wir haben 4x² plus 6x minus 2x² minus 2 durch 2x plus 3 und das macht dann 2x² plus 6x minus 2 durch 2x plus 3 zum Quadrat. Also warum haben wir das Ganze gemacht? Weil ich zumindest der Meinung bin, dass dieser Ausdruck wesentlich unsympathischer aussieht als dieser. Wenn ich also weitere Ableitungen bestimmen sollte, würde ich lieber diesen hier benutzen. So, nächstes Beispiel. Hier gibt es jetzt zwei Arten, die häufig vergessen werden. Also meistens sieht man nur, oh, ich habe einen Bruchstrich. Ich muss also definitiv die Produktregel anwenden.
Allerdings lohnt es sich häufig, dass man einfach nochmal vorher genauer hinschaut. Also auch hier können binomische Formeln auftauchen. Wenn man die noch grob im Kopf hat, dann war das doch so, dass wir a minus b Quadrat ist gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat haben. Wenn wir jetzt zuordnen, a Quadrat ist x Quadrat, b Quadrat ist 1. Dementsprechend ist das einfach x minus 1 zum Quadrat. Wir haben also x minus 1 zum Quadrat durch x minus 1 und das sind einfach x minus 1. Und wenn wir das halt ableiten, sehen wir direkt, dass da einfach 1 rauskommt. F' von x ist gleich 1. So, wenn wir das Ganze nicht sehen, ist es natürlich nicht dramatisch. Das sollte nur nochmal der Appell sein, dass ihr euch das wirklich vorher erstmal anschauen solltet, ob man vielleicht doch irgendwas kürzen kann. Wenn wir das Ganze nicht machen, nicht sehen, dann müssen wir wieder zuordnen. Hier oben steht unser U, hier unten unser V. U' von x ist gleich 2 mal x hoch 1. Minus 2 mal x hoch 0, also 2x minus 2. Unser V' ist einfach 1. So, jetzt müssen wir wieder einsetzen. Wie war das doch gleich? Erst u ableiten, 2x minus 2, dann mal v rechnen. Anschließend folgt ein Minus. Dann rechnen wir, oder dann schreiben wir x Quadrat minus 2x plus 1 einfach hin und rechnen mal v', also mal 1. Das Ganze, Klammern natürlich nicht vergessen, das Ganze mal x minus 1 zum Quadrat. Auch hier können wir erstmal ausklammern. Haben dann 2x² minus 2x minus 2x plus 2. Das Ganze minus x² minus 2x plus 1. Und teilen durch x minus 1 Quadrat. So, das nächste Beispiel können wir noch ein bisschen nach unten ziehen. Und jetzt können wir das Ganze miteinander verrechnen. Also die 2x Quadrat mit den minus x macht x Quadrat. Hier haben wir letztendlich minus 4x. Minus minus 2x macht minus 2x. Und schließlich noch 2 minus 1 aus 1 sind. Teilen wir durch x minus 1 Quadrat. Und jetzt hatten wir ja gesagt, das obere oder das untere mit der binomischen Formel ausgeklammert, ist halt genau das gleiche. Dementsprechend kommt dann an dieser Stelle auch 1 raus, was wir vorher an dieser Stelle schon gesehen hatten. So, nächstes Beispiel ist dann die Funktion Sinus x plus 7 durch x hoch 3. Auch hier ordnen wir wieder zu. Das Ganze ist u, hier unten ist v, u' von x ist dann einfach Cosinus von x, v' von x ist gleich 3x². Dann ist f' von x gleich Cosinus mal x, Cosinus von x mal x hoch 3 minus Sinus x plus 7
mal 3x² und die Minusklammern drum. Und schließlich 3x² hoch 2. So, dann haben wir also x hoch 3 Cosinus x minus 3x² Sinus x plus 21x². Und das teilen wir durch 9x hoch 4. An dieser Stelle vereinfachen wir das jetzt nicht weiter. Einfach weil das schon okay aussieht. So. Das nächste Beispiel. E hoch x plus 7x ist unser u. Und 3x² ist unser v. Das heißt, u' von x ist gleich e hoch x abgeleitet macht e hoch x. Plus 7x abgeleitet macht 7. Und v' von x ist gleich 3 mal 2 mal x. Okay, der aufmerksame Zuschauer des Videos hat natürlich gemerkt, dass ich hier oben einen Fehler gemacht habe. Ich muss ja unten v² nehmen, also das ganze x hoch 3². Und nicht die Ableitung und dementsprechend x hoch 6. So. Genau, das Ganze hoch 1 macht dann 6x und wir können einsetzen. F' von x ist gleich u abgeleitet, also e hoch x plus 7. Da jetzt ein Produkt folgt, macht auch wirklich diese Klammern mal 3x² minus u so stehen gelassen, e hoch x plus 7x mal v abgeleitet, also 6x durch jetzt aber 3x² hoch 2. So, es ergibt sich also 3x² mal e hoch x plus 21x² minus 6x e hoch x plus 42x² durch 9x hoch 4. So, hier können wir noch ein bisschen was vereinfachen. Hier haben wir 21, hier haben wir plus minus 42, das heißt, das Ganze wird zu 3x² e hoch x minus 6x e hoch x minus 21x² durch 9x hoch 4. So. Zusammenfassend, also es ist wieder egal, wie konkret unser u oder unser v aussehen. Wichtig ist nur, wie müssen das Ganze identifizieren. U ableiten, V ableiten und dann einfach einsetzen. Wichtig ist, wie ihr gesehen habt im Nenner, dass ihr dann auch wirklich das ursprüngliche V quadriert und nicht die Ableitung von V. Und was ich halt noch empfehlen würde, ist wirklich, wenn man Minus rechnet, dass man hier diese Klammern auf jeden Fall setzt und dass man auch wirklich die Klammern jedes Mal, wenn wir V', U oder U' einsetzen, einfach dadurch, dass wir multiplizieren und sonst, wenn wir die Klammer nicht machen, dass dann meistens irgendwas schief geht, weil wir wirklich Summen miteinander multiplizieren, also hier beispielsweise 2x plus 3 mit der 2x, wenn die Klammern fehlen, würde niemand 2x mal 3 rechnen und dann haben wir halt hier bei der 6x einen falschen Term. Genau, das sind so die wesentlichen Sachen, die man falsch machen kann. Also lieber ein paar Klammern zu viel setzen, als am Ende irgendwelche Fehler zu machen. Genau, ich hoffe, das Video hat die Quotientenregel einmal
schön veranschaulicht, wie man das Ganze anwendet. Wenn es euch gefallen hat, drückt gerne auch auf Gefällt mir. Oder wenn es euch gefallen hat und ihr wisst, eure Freunde haben auch damit Probleme, dann dürft ihr natürlich dieses Video auch gerne weiterleiten. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann abonniert am besten den Kanal. Und dann wünsche ich viel Erfolg.